kod trezora i idem kod našeg domaćina koji je obećao da će mi ga pokazati. You are doing the codes. The first time I must call the security. Ja to ne smijem da gledam, da ne vidim brojeve. Ja, ich öffne den Tresor. Wir haben es so abgemacht. Ist es in der Ordnung? Ja, ich lüte noch wieder an. Ist gut, danke. Wiederhören. They said yes? Yes. Yes, okay. Yes, sure. Sie müssen wegschauen. What? Sie müssen wegschauen. Not see the number. No. Oh, no, ne smijem opet da vidim nešto. Nešto opet ne smijem da vidim. First time is 3,000 kilo door. And the second. Is good. Yeah, yeah. Thank you. After you. Yes. Oh, okay. Das ist die Kammer, die Goldkammer, der Schatz von mir, der private meine private Sammlung. Es ist aber nur ein kleiner Teil, weil ich habe sehr, sehr große Sammlung noch, die nicht hier gelagert ist, die in anderen Tresoren liegt. Weil meine Sammlung besteht über 800 Exponate, heute vielleicht 1000 Exponate. Und das gibt für mich die nächsten 20 Jahre noch Arbeit zum Untersuchen, Expertisieren, Studieren. Also ich freue mich darauf, richtig auf diese Arbeit. Wenn ich mal keine Häuser mehr baue, keine Finanzgeschäfte mehr mache, werde ich mich nur noch der Kunst widmen und die Kunst der Öffentlichkeit zugänglich machen. Where is Rubens? Where is dort Rubens? E to je ono zbog čega sam došla u Lucern. Im Jahre 2000 habe ich dieses Bild per Zufall in Luzern entdeckt, bei meinem Restaurator. Und das Bild war umgedreht an der Wand, man sah das Bild also nicht. Und ich habe das Bild, ich musste warten, habe das Bild so angeschaut, so. Ich habe gesagt, was ist das für ein Bild, habe es umgedreht und ich bin zu ihm gegangen, zum Restaurator und gesagt, dieses Bild will ich kaufen, ich möchte dieses Bild haben. Und er hat gesagt, das ist nicht zu verkaufen, das Bild gehört, wir sind zu zweit und so, zwei Eigentümer für dieses Bild. Und dann habe ich gesagt, du musst mir das verkaufen. Und dann haben wir uns geeinigt und ich konnte es kaufen, das Bild. Aber was ich damals nicht wusste, dass das gleiche Bild in der Ermitage hängt und dass dieses Bild von der Katharina der Große 1668 in Paris ersteigert wurde. Und seitdem in Petersburg in der Ermitage hängt. Das ist dann mit der Story, langsam haben wir das aufgearbeitet und ich bin dann dazu gekommen, also wir haben geforscht, dass dieses Bild tatsächlich ein echter Rubens ist. Das heißt, wir haben die dendrochronologische, die Holzuntersuchung, wir haben die Spektraluntersuchung gemacht, wir haben alles X-Ray-Röntgenaufnahmen gemacht und immer wieder, es ist... die liegende Venus und dieses Bild wird Giorgione Tizian, man kennt sie von Tizian, zugeschrieben und da sind wir jetzt noch am, kommen noch Experten aus der ganzen Welt, aus Italien, aus Russland, aus der Ermitage, sind sie schon da gewesen, haben das angeschaut und untersucht. Es waren auch private Sammler da, die das angeschaut haben. Also das ist ein sehr großes Werk, typisch
Giorgione Tiziano. Also es ist wirklich, es ist wunderbar gemalt. Man sagt, dass dieser Teil ist von Giorgione. Hier sagt man, könnten noch Schüler oder andere Maler daran gearbeitet haben. Aber das werden die Experten schon bestimmen. Das ist Abraham Jansson, das ist mein Lieblingsbild. Das ist der ungläubige Thomas. Und dieses Bild hat eine ganz spezielle Story. Ich habe dieses Bild in Deutschland gekauft und vor ungefähr 10 Jahren. Und wo ich das gekauft habe, war das Bild in einem Büro. Und dieser Besitzer damals hat ein Telefonat geführt. Ich komme hinein und er ins Büro hinein und sagt, Moment mal, kommen Sie. Und ich bin dann an den Bürotisch gegangen, gesessen, habe das Bild angeschaut und dieser Mensch hat furchtbar geflucht vor diesem Bild. Alle Schimpfwörter, die man nur kennt auf der Welt, hat er ausgesprochen. Und am Schluss, wo er aufgehängt hat, hat er gesagt, ich möchte keine Geschäfte mit Ihnen machen, ich möchte nur das Bild kaufen. Und dann hat er gesagt, wieso wollen Sie das Bild kaufen? Ja, weil mir das Bild gefällt. Und das Bild war in der Farbe ganz, ganz schmutzig. Es war so fast mit einer schmutzigen Patina. So. Ich kann es nicht anders beschreiben, als dass es ganz schal war. Die Farben waren ganz matt. Und ich habe das eingepackt, habe ihm das bezahlt schlussendlich und ich habe es über die Grenze geschmuggelt. Am anderen Morgen in der Schweiz habe ich dann meinem Restaurator angerufen und gesagt, komm und schau dieses Bild an, du musst es sofort reinigen, weil dieses Bild ist wunderbar, aber man muss es restaurieren. Und wir haben es ausgepackt aus der Wolldecke und das Bild war in diesem... This is a picture from French and this is the picture from the school from Fontainebleau and it's the Jeanne d'Arc. And it's the oldest picture in the world from the face from Jeanne d'Arc. Really? Really. What is this? Das ist südamerikanisch. Das ist Aztek von den Azteken. Aztec genakit. Pogledajte kako je divan. How did you find it? It came to me. How? Again like this? Yes. What is the value of all this? What do you think? How many millions? I don't know. Not one moment in my life I think about what is the value from this. When you pay for it? No. I don't know. Uh-huh. Sind old books, yes. and this no. No. And this. Oh no! 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 And this. No. No. Okay, wait. And this. No. No. Nije sve za pokazivanje. Nije sve.